Hallo und herzlich willkommen zurück bei Risen. Ich glaube, ich habe mich entschieden, was wir jetzt tun. Wo wir hin müssen, weiß ich nicht genau. Aber wir werden jetzt Patty helfen. Der kleinen Piratenbraut da aus der Kneipe. Aus der Hafenstadt da. Aber nun müssen wir die erstmal suchen. Ist die noch da in der Hafenstadt oder ist sie woanders? Ich weiß es nicht. Das gilt es nun herauszufinden. Aber wir müssen jetzt wieder Ewigkeiten laufen, oder? Das ist doof. Ich hasse es. Nein, nicht! Magischer Schutt. Fuck. Das wollte ich zaubern. Ja. Wow. Die habe ich total vergessen. Hi. Natürlich kommen sie gleich beide. Es reicht. Ja. Ja. War ja schon einfach. Deswegen habe ich den magischen Schutz gezaubert. Ich wusste, dass sie ja jetzt wie in Schwierigkeiten kommen. Ja. Aber dadurch, dass die Ghoul jetzt anscheinend nicht mehr so ein großes Problem für uns sind, können wir ja mal gucken, was es hier hinten gibt. Oh ja! Au. Oh ja! Oh. Oh ja! Ja, easy. So. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Yay! Als hätte ich's geahnt. Nein, nü. Eine Abkürzung. Vielleicht hätte ich vorher speichern sollen. Ah, aber wir haben ja Glück. Funst. Easy. So. Jetzt den Sprintzauber auspacken. Und dann ab dafür. Nein! Nein! Und ich habe kein Leben. Ich brauche Heiltränke. Hier. Nein. Hallo? Bin ich blind? Da. Erster. Zweiter. Speichern. Na, gucken wir mal. Oh yeah! Oh yeah! Möchte ich doch nicht ein hier in so einem ehemaligen Zweikampf. Oh ja! Ja! Oh ja! Warum blocken die immer meine schweren Schläge? Ich verstehe es nicht. Die sind doch da, um Blocks zu durchschlagen. Aber irgendwie finde ich das nicht so. Ja! Ist richtig, Freunde. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ach ja, erste Folge lief so gut, da habe ich mich so toll gefühlt, weil ich alles umgehauen habe und jetzt geht das schon wieder los, ja. Oh ja! Ja! Oh ja! Hör auf jetzt! Mann! Okay, ruhig bleiben. Alles in Butter. Der Zauber war auch wieder völlig umsonst, weil wir die Hälfte des Zaubers damit verbracht haben, zu kämpfen, statt zu laufen. Supi. Gott sei Dank verschwende ich nie irgendwas. Dafür können wir jetzt die Natur betrachten, die wir wahrscheinlich schon 8-mal gesehen haben. Hört ihr das? Was platscht denn da so? Könnten auch Marvin mal besuchen, aber noch fehlt uns ja ein Ring. Oh, Wölfe. Wolfskanner, ja. Tja! Oh, jetzt kann ich euch mal was erzählen. Ich wollte ja eigentlich Metro aufnehmen, so als Shooter. Aber es geht nicht. Ach komm. Also es geht nicht. Irgendwie vertragen sich Deke Story und Metro nicht wirklich. Es schmiert einfach ab. Also nicht Deke Story, sondern Metro. Sobald ich Deke Story anhab und Metro starte,
schmiert Metro ab. Sobald ich aber Metro anhabe und Deke Story starte, schmiert Metro ab. Ja. Mehr Möglichkeiten habe ich noch nicht gesehen. Ich habe überlegt, ob ich es mit Fraps mal probiere. Geld und so. Und da bin ich nicht mal sicher, ob das wirklich funktionieren würde. Aber naja. Mal gucken. Wahrscheinlich werde ich dann doch was anderes aufnehmen. Ach komm schon. Nein. Kennt ihr das, wenn ihr schon so verzweifelt seid, dass ihr eigentlich gar nicht mehr weiterkämpfen wollt und ihr euch nur noch umbringen lasst? So war das gerade. Einfach, ich stand da nur noch da und dachte mir so, wieso? Wieso mache ich das hier? Natürlich habe ich nicht gespeichert. Och, Menno, warum bin ich einfach so auf die Echsenmenschen losgegangen? Speichert doch sonst immer. Das kann doch nicht sein. Werd schon wieder Schlampe hier. Nicht wahr? Herr Keiler. So, speichern. Und jetzt ignorieren wir die Typen da einfach mal. Was wir nicht können, weil wir hier lang müssen. Ich hasse es nicht. Das sind so wirklich meine Hassgegner. Bis auf die Gnome. Obwohl, wenn man hier so den Trick hat. Au, geht schon wieder los. Ich möchte weinen. Bittere Tränen weinen. Das ist jetzt einfach die ganze Zeit so. Au. Oh Mann! Oh, ich werde schon wieder laut. Ganz ruhig, Philipp, ruhig. Gottes Willen, regt mich sowas auf. Wirklich, das ist ja noch schlimmer als Dark Souls. Aber da funktioniert das Spiel wenigstens wie soll. Hier, guck dir das an, das ist doch nicht zu fassen. So. Oh, Gott sei Dank, ein Teleportstein. Wenigstens das haben die dabei. Ansonsten würde ich die ganze Aktion hier als sinnlos betrachten. Ich habe doch schon so ein cooles Schwert. Ich weiß auch, was helfen würde. Eine neue Rüstung. Ja, ganz sicher. Aber hey, Don! Gib den Typen, den du alles anvertraust. Der alles für dich macht hier. Die Rüstung eines Jägers. Und die, die zu Hause da rumsitzen im Banditenlager und nur rumgammeln und sich vollfressen, die haben dann so eine Krieger- und Kämpferrüstungen. Ist richtig. Richtig schlau. Fass es nicht. Aber hier, das ist doch schon fast wie Heimat. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Und diesmal kann ich sogar einfach durch die Tür gehen. Hoffentlich. Beiseite! So, dann sagt er nicht mal was? Was willst du hier? Du bist doch einer der Banditen. Ja. Ich gehe hier nur lang. So, so. Wir beobachten dich, Freundchen. Ich will in die Stadt. Niemand kommt in die Stadt. Befehl vom Inquisitor Mendoza. Ich bin im direkten Auftrag Mendozas unterwegs. Lass mich in die Stadt. Dann bist du wohl der Kerl, den der Don geschickt hat, um Frieden auszuhandeln. Ja. Gut, ich werde dich in die Stadt lassen. Aber mach hier bloß keinen Ärger. Sag mir, wenn du in die Stadt willst. Na jetzt. Lass mich in die Stadt. Gut. Sehr gut. Können wir jetzt eigentlich hier schon so den Aufstand anfangen? So Übernahme der Banditen und sowas? Fände ich mal nicht schlecht. Weiter.
Ja, Echsenschwerter. Willst du welche haben? Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Lass mal sehen. Ich kenne dieses Material. Das ist Obsidian. Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man daraus auch Schwerter machen kann. Bei meinen Versuchen war der Rohling immer zu spröde und ist beim ersten Hieb zersplittert. Moment mal. Siehst du das hier? Ich glaube, das sind Spuren von Gold. Vielleicht ist das die Zutat, die dem Schwert die nötige Biegsamkeit verleiht. Kann ich dir die verkaufen? Wir sprechen ihm auf die Werkzeugbeutel an. Ich habe bei den Gnomen diesen Werkzeugbeutel hier gefunden. Super, genau sowas habe ich gesucht. Ich bräuchte etwa 15 Stück davon. Was denn, 15 Stück? Weißt du, wie viele Gnome ich dafür umhauen muss? Tja, ich kann es nicht ändern. Was glaubst du denn, wie viele Waffen ich in den letzten Tagen geschmiedet habe, hä? Ich brauche das Zeug. Na schön. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das kann aber eine Weile dauern. Ja. Mir egal. Hauptsache, du bringst sie mir. Na toll, wir haben 14 Stück. Wir können dir mal dreist fragen, ob auch 10 erstmal reichen. Reichen dir nicht erstmal 10 Werkzeugbeutel? Ich mache keine halben Sachen. Bring mir 15 Stück, dann kommen wir ins Geschäft, okay? Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber das habe ich auch nie behauptet. Ja, ja, schon gut. Das wäre eine Zweidrittelsache gewesen. Was ist daran so schwer? Na, vielleicht kann er dafür ein Schwert für uns bauen. Dann kannst du mir also auch Schwerter aus Obsidian schmieden? Mit den richtigen Rohstoffen kann ich dir zumindest Rohlinge machen, die du selber schmieden kannst. Du meinst, du brauchst Obsidian? Und Gold. Ich mache dir einen Vorschlag. Du bringst mir Obsidian und Gold und ich mache dir daraus Schwertrohlinge. Und ich habe dadurch genau nichts. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Wie viel Obsidian brauche ich? Schwer zu sagen, aber eines ist klar. Je größer der Rohling, desto mehr Obsidian brauche ich. Für eine einhändige Klinge brauche ich 8 Obsidianbrocken. Aha. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht's? Achso, okay. Ja, Obsidianbrocken haben wir, glaube ich, genau 0. Wir können die Schwerter auch leider nicht zu Obsidianbrocken verarbeiten. Was soll es? Wir werden jetzt erstmal hier unten die Kajüte von denen da oben klauen. Dann schlafen wir die Nacht drüber. Dann können wir die Echsenschwerter auch verkaufen, denke ich mal. Brauchen wir ja nicht mehr. Ach, ist das nicht schön, wie das hier regnet. Und gewittert. So, ich werde jetzt mal versuchen, irgendwie hier Krieg anzuzetteln. Und die Stadt zu übernehmen. Was ich hier doch bei Menschen machen kann, deren Namen ich vergessen habe. Skordo! Was soll der Unsinn? Soll jetzt etwa jeder Idiot durch meinen Tunnel die Stadt verlassen? Oder was? Entspann dich. Kommt nicht mehr vor. Nicht allzu oft jedenfalls. Na gut. Mach, was du willst. Aber halt mich da raus. Ich will nichts damit zu tun haben, klar. Kein Problem. Okay. Gut. Lass uns handeln. Also wir können anscheinend noch keinen Überfall hier machen. Aber wir können die Schwerter hier verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit dem Wert. Ob der bei Spielen höher ist. Deswegen lasse ich es erstmal sein. Und er hat uns, glaube ich, so angemeckert, weil Patty hinten rausgegangen ist. Dann werden wir dem Weg hier einfach mal folgen. Dem Weg folgen zum Ziel. Die Tür nach draußen. Hallo. Patty. Sind wir Patty Co., also Patty und Co.? Nee, der war nicht so gut. Egal. Kennst du einen Mann namens Balturo? Nein, hab den Namen nie gehört. Merkwürdig. Er scheint dich sehr gut zu kennen. Er und sein Boss bestehen darauf, dass ich dir helfe. So, so. Naja, ich kann mir schon denken, warum. Mach dir darüber keinen Kopf. Mit denen werde ich schon irgendwie fertig. Danke für die Nachricht. Claro. Wir sind ja nett. Wir wollen ihr ja helfen und nicht ihr diesen bösen Piraten. So, Patty. Es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat das mit dem Brief deines Vaters auf sich?
Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Klingt ja super. Und was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben. Ah ja, und wo soll der sein? Also gut, was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Okay, na dann mal los. Los. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Ich bin immer bereit. Alles klar, lauf. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Ich bitte dich. Ohne mich würdest du ja doch gar nicht wegkommen. Ohne mich wärst du noch in der Stadt, Patty. Wie läufst du eigentlich rum, ey? Wie du aussiehst. Nee. Ich glaube, wir laufen jetzt zu dem Grab hoch. Wo wir das letzte Mal waren, da haben wir doch diese eine Truhe da ausgebuddelt, die wir nicht aufmachen konnten. Das wird lustig. Ja, ganz lustig. Ich hasse die Viecher. Von hinten. Zack. Blöder Katzsieger. Das war's mit dem Vieh. Sag bloß. Jetzt greift sie bestimmt noch den Wolf an. Aufgepasst! Überraschung. Ja. Das war's mit dem Aber Vieh. Kein Problem. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir? 6200. Ist ja fast gar nichts. Irgendwie kriegen wir das schon zusammen. Aufgepasst. Dürfte nicht allzu lange dauern. Oh, ja. Habe ich gerade wirklich... Wer liegt jetzt am Boden? Ich habe Patty geschlagen, oder? Das wollte ich nicht. Also manchmal doch schon, aber diesen Moment eigentlich gerade nicht. Das ist echt lustig. Ich habe hier doch letztens alles ausgerottet. Nur sind wieder so viele Viecher da. Die haben die Echsen wahrscheinlich mitgebracht. Diese Ekelhaften, die sind doch nur hier, um mich zu ärgern. Ja, wie diese Motte da, was macht ihr hier oben? Oh, das wird lustig. Ja, ja, so ist es richtig. Jawohl, so ist richtig. Na, super. Weh, du greifst die hier im Wasser an. Lass die einfach sein. Na toll. Trauen sie sich ans Ufer, ist das toll. Ja. Okay, ich frage mich, warum der an dem einen vorbeigeschlagen hat, aber nein. Ist ja egal. Patty hat's gerissen. Oh, cooles Huhn. Nicht du, Patty, du bist kein cooles Huhn. Nee, nicht wirklich. Aber wir. Nein. Heldenhaft. Manchmal. Wenn wir so unsere Phase haben, in der wir nicht sterben. Nein! Nicht noch mehr Echsen. Oh, das wird lustig. Nee. Sie wundert sich aber auch überhaupt nicht. Hör so komische Echsenmenschen, Menschen. War das alles? Ey, die haben so viele Teleportsteine. Das erleichtert uns das Reisen um einiges. Ja, wenn du schon alles angreifen musst, Patty, dann mach das auch richtig. Oh, das wird lustig. Ja. Geht schon mal los. Ja, so ist es richtig. Schlägt er einfach dann vorbei. Ah, wir sind ja gleich schon wieder da. Und die Folge ist fast zu Ende. Eigentlich möchte ich aber... Ach, wir machen das noch zu Ende. Dürfte ja noch drin sein, glaube ich. Nicht wahr? Nicht wahr.
So, hier sind wir. So, hier muss es sein. Vodua. Und was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mach das schon. Na gut. Aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Ich mach das schon. Ich hab das schon lange gemacht. Zack, auf das Ding. Eine alte Schatulle. Müssen wir die jetzt aufmachen, oder? Das ist eine schlechte Idee. Ja. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Ein Hinweis. Das ist ja großartig. Komm, erzähl. Raus mit der Sprache. Was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Ich hab dich aus dieser blöden Stadt gebracht. Ja, da werden wir auch gleich mal aufmüpfig. Jetzt reicht's. Du willst mich wohl verarschen. Ich reiß mir ein Bein für dich aus und du vertraust mir immer noch nicht. Ja, ja, schon gut. Ich denk halt nur... Na was denn? Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, super, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Das wird schon. Ich bin besser als alle anderen. Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Verstehe. Ach! Romanov hier, Dingsbart hat die vergraben, oder was? Jetzt müssen wir dir echt helfen, bevor wir die Hauptquest weitermachen können. Wo ist dein Vater eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht, aber ich fand's interessant. Von mir aus soll ihn der Gürger holen. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanov, wird mich daran hindern. Der Gürger holt keinen mehr. Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Sei doch nicht so gemein. Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Toll, du sitzt hier rum und ich habe Romanov am Hals. Jetzt pass mal auf, du Held. Erstens, du würdest aus den Hinweisen meines Vaters sowieso nicht schlau. Und zweitens, wenn dir das nicht passt, kannst du gerne wieder gehen. Finde ich gut. Was? Jedes Mal, wenn du explodierst, sagst du Held zu mir.
Ach, lass den Unsinn. Wir haben schon viel zu viel Zeit vertrödelt. Wir haben ja sonst keinen Namen. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier, ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Natürlich bleibt Miss Patty hier. Okay, von zwei Gräbern weiß ich, dass das eine, was wir gefunden haben bei der einen Festung und das andere vor der Hafenstadt. Aber den Rest müssen wir dann erst noch suchen. Aber das machen wir in einer anderen Folge oder wahrscheinlich eher in anderen Folgen. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Ciao.